Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Craftopia. Warum hast du Nikolaussack in der Hand? Das sind, glaube ich, meine Eier. Das sind, glaube ich, Samen. Was sind das? Keine Ahnung. Wo sind wir letztes Mal stehen Korn geblieben? Das ist Korn. Wo wir stehen geblieben sind, genau an der Stelle. Nee, natürlich nicht, da hinten irgendwo. Keine Ahnung. Bei unserer speziellen automatisierten Farm. Ich habe mal geguckt, so da hinten, hier haben wir ja die Eisenfabrikation. Eisen, ja genau. Mhm. Das ist ja schon ein Ding, ne, dass das alles so funktioniert. Und ich habe mich gefragt, was das hier soll. Was hier soll, das habe ich geplantet, zum den Container zu platzieren überhaupt. Weil ich da vorher nicht hingekommen bin, weil das Bausystem ist ja nicht gerade das Geilste. Container, ne? Oh, schon 300... Iron Ingots da drin. Ja, das geht aber fleißig. 300 ist, was ich vorhin geguckt habe. Also aber wir wollten ja irgendwie nicht nur, wir wollten ja weiterkommen, oder? Ja, irgendwie ja schon, aber ich glaube, da stagnieren wir ein bisschen, ne, mit allem hier. Ach du Scheiße, hier sind ganz viele. Ich brauche Futter, ja, ich mache Essen klar. Lalalala, ich nehme auch Fische mit. Ach du Scheiße, was ist hier mit den Schafen los? Ich weiß nicht. Ach ja, stimmt, ich wollte ja eigentlich eine automatisierte Küche. Was, eine Küche? Oh oh. Junge, hallo. Ja, das Spiel. Ich drehe im Kreis. Wo bist denn du? Auf dem Schaf. Auf dem Level 17 Schaf. Das gibt hier gute Käse hier. Warum geht hier keiner ins Laufband, sag mal? Ich hab ein bisschen nachgeforscht. Das mit dem Laufband ist schlecht buggy momentan. Und anderweitig, warum geht hier kein zweites Schaf mehr nach oben? Kannst nur eine gewisse Anzahl Schafe spawnen. Aber das eine ist ja schon oben angekommen und... Hä? Warte mal. Wo? Hä? Hier bei diesem Wolle-Generator, was auch immer. Jetzt. Da geht Wolle, obwohl kein Schaf drin ist, ich weiß. Ja. Mann, ey, also wir gehen mal raus. Also jetzt ist Artenhaltung vom Feinsten hier, muss ich schon sagen. Stimmt, ich brauche also hier eigentlich noch so ein Dingsbums hier. Eigentlich wollten wir ja, du wolltest noch ein paar Seeds hier machen. Ja, irgendwie automatisieren, aber es klappt ja irgendwie nicht ganz, ne? Nee, das klappt nicht ganz. Da musst du noch alles per Hand machen. Und, dass wir brauchen ja Cooking Oil, ne? Ja. Und das kriegt man von Körnern. Von Korn. Also, ich baue jetzt Dinge gerade an. Oh, Sach. Das wäre toll. Auf den Arsch geil. Jetzt aber. Gehst du schwimmen? Ja, eigentlich wollte ich nicht schwimmen, aber. Hi, geht hat schon gerade gut. Gut. So, wir brauchen jetzt hier nur. Ah, guck mal. 9 von 10 sind schon wieder. Danke sehr. Ich krieg einen Wasserspender zu Hause. Zu Hause. Schalalala. Oh, Was macht? Hast du noch den Riesen... Oder habe ich den Riesenkochtopf? Warte mal, den... Den XXL. Wo ist der? Also wo wäre dieser? So eine Frage. Vielleicht im Inventar irgendwo. Ja, schaue ich gerade. Oder habe ich den irgendwo... Irgendeine Truhe gelegt? Ja toll, ich bin jetzt ja ganz doof. Irgendeine Truhe geschissen, aber... Nicht mehr wissen wo, das geht auch gut. Hier sind die Weizenkörnchen. Boah. Ich wüsste es leider auch nicht mehr wo. Was brauche ich hier? Cockwheels. Ich brauche Peniswellen hier. So. Och, ich brauche noch mehr Iron. Ich brauche überhaupt Iron hier, um was zu geschissen zu kriegen. Haben wir jetzt genug? Geht. Wir haben hier nur 200. Ich bin dran, generell, irgendwie
auch einzuschmelzen, ne? Gut, das kann man ja auch so. Was haben wir hier? Die, wo, hier. 100 rein. Zack, so. Einen Kochtopf hast du nicht mehr, oder findest du nicht mehr? Ich finde den aktuell gerade nicht. Ja. Vielleicht würde man den anders irgendwie finden, aber aktuell geht nichts. 15. Ah, 40. Metalle haben wir gerade genug. Equip. Ich mache mal. Wie viele Pfeile machen? Stimmt, ja, kann man ja auch machen. Iron Arrow. Das hört sich gut an. Ich mach mal Iron Arrow. Diese Automation ist echt einfach nur geil. Mit dem Roboter hier, die das. Geil, hat aber noch ein paar Hindernisse. Ja, also ich sag mal so, das funktioniert schon sehr gut. Muss nicht schon wirklich. Also, ja, das funktioniert schon sehr, sehr gut. Das stimmt, das stimmt. Für das, was es hier ist, funktioniert es eigentlich super. So. Hast du noch Holzkohle? Nee, ich glaube, wir haben ja, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel Holz irgendwo. Da habe ich das nochmal. Ich habe 370 Holz in der Tasche. Ich bastel dir mal ein bisschen Holzkohle, ne? Nein, nicht brennen. Autsch. Hattest doch noch ganz, ganz viel Holzkohle. Nee, Holz, nicht Kohle. Oder ach nee, du hast sie mir gegeben. Stimmt, sorry, Till. Schon easy. Yo, haben wir hier. Nee, das ist dieses Futterdingsbumse. Was ist das hier überhaupt? Ich hab keine Ahnung. Das ist Krimskrams-Gedingse. Nee, dann schmeißen wir das hier in Holz, ne? Lock, lock, lock. Loggedy, lock, lock. Oder haben wir hier Lock? Keine Ahnung mehr. Nee, haben wir nicht. Okay. Wir müssten mal irgendwie alles mal ein bisschen sortieren, dass wir sagen, wie in diese Kisten kommen das. Ja, gibt so etwas. Also so ein Lagerplatz wäre vielleicht nicht schlecht. So ein Lagerhaus. Aber wir müssen ja auch ein bisschen hochleveln, ne? Wir sind zwar erst bei Tag 18 und ich kann dir nur eins sagen, die Viecher, die danach kommen, die sind richtig, richtig hart. Also das ist dann nicht mehr feierlich, wie stark das die Gegner sind. Ach, kriegen wir schon irgendwie hin. Aber nichtsdestotrotz, oh, ich muss Stone. Auch ganz viel Stone. So. Ich könnte ja eigentlich auch eine Abbaumaschine für Stone machen. Ja, grundsätzlich gesehen kannst du das Ding auch reinbauen. Und das da unten ist, glaube ich, Sand, ne? Das ist Sand, ja. Das hier ist Sand, das hier ist Stone. Ja, dann mal ran. Ich klotz hier mal, ich habe Tau 80 davon. Darum mache ich eben einfach mal die Dinger. Warte mal kurz. Rotate, so. Ich klopfe ja mal ein paar ran. Dann kannst du die verschieben und Co., weil ich hab 80 Warte mal. Kannst du die so machen, dass die zusammen alle in einen, dass Sand und Stein in einen Container geht? Alexander the Villager. Schon wieder der Typ? Ist immer ja, der das spawnt ja immer wieder, wegen dem Tisch da. Warum ins Gleiche? Also, du willst das. Oder wollen wir ein Container für Stein, ein Container für Sand? Ach so, Sand und Ding ist ja gut, das kann ich hier eigentlich. Wird das weiterverarbeitet, so eine Frage? Jetzt gerade nicht, aber Sand schon. Sand kann man zu Glas machen. Okay, dann sollen wir das vielleicht speziell handhaben, ich weiß nicht. Dann machen wir es separat, ne? Ja, aktuell geteilte Sache hier. So, Mama, hinne. Jetzt kriegst du hier ein paar Bänder, weil ich habe 80 in der Tasche, da musst du nicht Neues bauen. Es gibt ja bestimmt hier noch Wasserspender, ne? Solche Brunnen. Stein, Holz und Iron. Stein, Holz und Iron. So, danke sehr. Stein. So, und jetzt brauche ich Cooking Oil. Stein und Holz. So,
dann bauen wir jetzt ein paar Mülleimer. Ah, wir haben nicht so viel Cooking Oil, sehe ich gerade. Nee, ich habe das, glaube ich, meinen Auftrag gegeben, aber es wird relativ nicht viel. Hey, bin ich jetzt gerade blöd? Nicht viel gemacht. Also nicht viel produziert. Ich bin blöde. Ich sehe jetzt kein. Wir haben 1600 Weizen in der. Im Container. Es gibt doch, ich weiß nicht, ob das steht hier neu, aber Automatic Assembly Machine. Kann man da auch. Also Dinges daraus machen? Öl und Co.? Komm mal zu mir, Till, ich probiere gerade was. Bevor du das machst, will ich echt wissen, wo jetzt dieser scheiß Brunnen ist. Den übersehe ich bestimmt hier. Ach Mann, ey. 1, 2, 3, 4. So. Ich baue gerade 4 ich hab jetzt Brunnen. Mal, damit es endlich mal im Wasser klappt hier. Schmeiß mal das Weizen hier. Wie willst du Futter? Auf das Fließband. So, jetzt geht das mit dem Fließband in den Cooking Pot. Und wird zu Weizen! Oh! Hä? Das ist aber geil. Weizen wird zu Weizen? Wie jetzt? Nee, das wird zu Wheat, das wird zu Mehl. Ach so. Oh, das wird zu. Okay, wird zu Mehl. Das heißt, der große Quatsch da, aber wie kriegt man es denn raus? Aus dem Topf? Hier vorne. Da kannst du auf E-Take. Ja, gehen. Ja, aber Automatisierung und so frage ich schon. Wir können das so machen, dass wir haben jetzt einen Container voll. Warte mal kurz. Dass wir irgendwie umstellen können, dass er dann, dass hier unten ein Kochtopf hinkommt. Weißt du? Dass wir jetzt, dass ich eigentlich zumache und dass das Weizen nicht mehr in den Container fließt, sondern jetzt in den Kochtopf. Oh, er macht Brot daraus direkt. Oh. Ja, das ist geil. So, jetzt habe ich ein bisschen Wasser. Das so. Ist geil. Das ist geil. Der kann das direkt auch zu Brot verarbeiten. Das ist sehr nice. So, ich habe jetzt hier mal 1000. Mal gucken, ob das klappt, was ich hier will. 1000 Sprinkler? Nee, sind, natürliche ich, Selektion. Natürliche Selektion. Oh oh. Ach so. Na dann viel Spaß. Ich brauche einfach ganz, ganz viel Cooking Oil, weil schau mal, was der direkt hier kocht. Das geht nur mit Cooking Oil. Ja, ich kann es nicht anschauen, weil du da dran bist. Ja, schau mal. Jetzt kann er nicht mehr, weil wir zu wenig Cooking Oil haben. Jetzt macht er einfach nur verbranntes Fleisch. Alles klar, das heißt, wir müssen irgendwie Fried Chicken. Der macht Fried Chicken daraus. Zusätzlich irgendwie Weizen daraus basteln, ne? Also Weizen reinbraten, oder nicht? Oder müssen wir da zuerst. Nee, Korn. Korn ist ja für das. Ah, oh Scheiße, das kriegen wir aber nicht automatisch hin. Übrigens, ich würde mal die Anlage vielleicht ausschalten. Hab ich schon. Ja, es gibt wenigstens andere Dinge. Ach so, so ausgeschaltet. Jo. Das Schaf randaliert hier gerade unseren Markt. Ach, der Markt steht auf dem Kopf. Na, geht nicht im Fluge, okay. Ich habe übrigens ein paar Brunnen gebaut, falls du dich vielleicht entsinnen kannst, damit wir hier ein bisschen Wasser kriegen. Kein Problem. So, 5 an der Stück können wir jetzt. Weil ich mach hier mal. Einer reicht echt nicht. Nur wenn du 30 Wasser auf einmal brauchst, oder halt mehrmals. Dann ist es echt im Arsch, wenn wir hier nur. Ja, toll. Oh, viel zu langsam hier. Also viel zu wenig Wasser kriegen wir raus. Ich müsste. Aber das ist irgendwie unmenschlich, dass wir da so viel Wasser. Soll ich mal ein bisschen. Brauchen. Weißt du was? Ich leere mein Inventar.
Und ich gehe ein bisschen auf Erkundung auf der Insel, okay? Wie du möchtest. Oder willst du auch mitkommen? Möchtest du mitkommen? Grundsätzlich ja. Aber es gibt ja irgendwie dann... Es gibt immer noch viel zu tun. Aber ich weiß noch nicht was, also... Was ja, du brauchst ja noch diese vom Anubis, diese... Ja, ja, gut, stimmt, ne? Damit du auch mal ein bisschen hier... Dingens. So... Och, wir haben viel zu viel Weizen. So, ich habe einfach ein paar Gerümpelkisten. Ich habe einfach die Kisten voll gemacht mit Sachen. Oh, heilige Scheiße. So, ja gut, jetzt nehme ich hier wieder Weizen raus. Ach, ich bin so doof. Wenn ich in den großen Topf Weizen reinschmeiße, was wird daraus? Weizen, dann wird das Brot schlussendlich. Aber ich brauche doch Mehl. Ja, zuerst macht er zu Mehl und danach macht er das Mehl zu Brot. Ach, gleich automatisch. Ja, genau. Ist aber kacke. Das ist aber Schießendreck. Kriegen wir so nicht hin, also. Ist nicht gerade lustig, weil. Ja, wie geht das mit Automatisierung dann? Ist ja eigentlich doof, wenn er gerade beides gleichzeitig macht. Müssen wir da ihm sagen, dass wir das nicht wollen oder tun oder. Ja, da bin ich noch nicht dahinter gekommen. Einfach ausprobieren. Aber ich... Wo ist jetzt die Kiste? Hier ist die Kiste. Yo. Ich brauche noch eine Kiste, wo ich Müll hinplatzieren kann. Inventurskiste, ne? Müll gibt's nicht. Wir müssen jetzt ein Lagerhaus bauen. So ein riesen fettes Lagerhaus. Mit 30.000 Etagen. Ja, nicht können wir eigentlich schon machen. Ist gar nicht übertrieben, ne? Das ist übertrieben, ja, das siehst du richtig. Nee, eben gar nicht. Ist ja nur. Ist nicht übertrieben. Nö. So, hier habe ich Kacke. Dann habe ich hier Eier. Dann das. Salz habe ich noch. Das könnte ich brauchen. Das Öl, ne? Silber. Nee, weißt du, was ich mit Silber mache? Ich verkaufe jetzt das Silber. So. So, das gibt 34.000. Mehr Silber, kann ich das auch hier gleich? Jawohl, 50.000. Dann mache ich jetzt Folgendes. Ich baue sowas wie eine Plattform, wo wir nur Schmiede hinplatzieren. Also du willst alle Schmieden automatisiert haben. Es gibt ja so ein zusätzliches Automatisierungsdingsbums, ne? Das nicht nur umwandelt. Also gut, das haben wir ja hier eigentlich schon. Die Automatisierungsschmiede haben wir ja eigentlich. Also. Die haben wir schon gebaut. Ja. Das stimmt. Hallo? Der will mich doch verarschen. Battery und Bioethanol brauche ich. Wo sind die Batterien? Ich weiß nicht. Die Batteries. Oh, die Batterien weiß ich schon. Wir brauchen wirklich so ein Lagerhaus. Ey. Ja, weil du kannst ja auch Schilder machen. Ja. Kannst ja auch Schilder machen, weil sonst, ey, da haben wir keine Übersicht mehr. Batterien am Rad. Aber die Frage ist halt, wo willst du das Brot Ding schneller hinbauen? Wo willst du das Ding halt nur wir hinbauen? Wir könnten eigentlich. Wollen wir auf dieser Map bleiben, ein bisschen noch? Ich weiß nicht, wir haben jetzt hier schon relativ viel gebaut und das alles abzureißen ist auch beschissen, ne? Weil hier dann lass uns hier die Homebase machen, dann müssen wir einfach ein paar Etagen nach oben gehen. Also ich würde, sag ich mal, also ein paar Etagen, ich würde gesehen, hier jetzt, wo die Felder sind, würde ich so lassen. Ja. Aber dann könnten wir in die Welt hier hinein... Also ins Wasser hier hinein ein bisschen höher bauen. Das finde ich eine gute Idee. Weil, ich sag mal so, Weizen und so. Also, ich weiß nicht, wie es du siehst, aber
Wenn hier noch irgendwie, wenn wir hier schon mit Automation schaffen, beziehungsweise Lager, das halt Sinn macht, dahinter dann irgendwie eine Lagerlandschaft zu bauen. Ja, das macht Sinn, das und leuchtet mir auch. Grundsätzlich könnten wir es ja so machen, dass das Ding ja wirklich auch automatisch funktioniert, also die Sortierung. Ich weiß nicht, wie das genau, was hier passiert. Wie dann die Automatisierung mit verschiedenen Lagerplätzen funktioniert. Aber wäre halt schon eine gute Sache. Weißt du, was ich mich gerade frage? Nee. Wir haben keine Batterien mehr, ne? Und der kann irgendwie keine Schafe mehr machen. Ja, das ist normal. Beziehungsweise hier landen immer wieder Wolle und Fleisch. Anstatt irgendwie Schafe zu generieren, werden hier gerade Wolle und Fleisch generiert. Boah, die Musik gerade. So. Also wenn wir keine Batterien mehr haben. Ich hab dir die Batterien auch nicht gegeben, ne? Ich guck mal kurz, kann gut sein, aber ich hab echt keine. Doch, hier 11 Batterien habe ich in der Tasche. Mal kurz, die kriege ich irgendwie. Irgendwie muss ich doch hier rauskriegen. So. Drop. Oh, sind nach unten gefallen. Entschuldigung. Die sind jetzt links von dir. Ich wollte da eigentlich ein Schaf. Ich bin doch das Schaf. Oh. Geradeaus, rechts. So, da. Danke. Ja, wir müssen einfach immer wieder ein Schaf einfangen und dahin platzieren, damit das Rädchen funktioniert. Ja, irgendwie ein bisschen doof, ne? Aber ja, so kriegen wir es hin und ich hoffe mal, wir sind in der nächsten Runde auch dabei. Wir haben nämlich schon 20 Minuten, aber ist ja eigentlich ein bisschen egal, weil wir haben so viel Überzeit aktuell. Wir sind ja, glaube ich, schon im April oder so. Oder Ende März. Keine Ahnung. Zur Zeit, wo wir das aufnehmen, habe ich Netzwerkprobleme. Ich kann momentan nichts leider uploaden. Wenn ich uploade, dann stürzt, dann bekomme ich immer Windows Blue Screen, weil der so viel. Dauert es nicht einfach ewig lang? Also, ich meine grundsätzlich. Nee, er hängt sich immer bei 99% auf der PC. Und wenn du so über Smartphone. Ja, eben. Jetzt wirklich auch da? Hä? Ja. Strange. Okay. Aber nichtsdestotrotz, guck mal, wie es funktioniert und wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Tschüssi.